Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nice, Alter, ich hab den getötet. Aber das, man hat jetzt gerade bei dem Kill gesehen, man sieht einfach nichts. Du siehst gar nichts. Du Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video eurer Endergames-Vorschläge, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ich hatte ja mal ein Video dazu gemacht, dass ich ein paar verrückte Endergames-Sachen machen wollte. Und das ist dann jetzt das erste Video dazu. Und wir spielen heute mal die Challenge von Dontra X. Und er schreibt mir, Spiele mit Super Secret Settings, einem FOV von 30 und dem Standard Texturen Pack. Und ich mache das jetzt so, dass ich nach jedem Port einfach meinen Super Secret Settings ändere. Und ja, eigentlich wollte ich eine andere Challenge aufnehmen, beziehungsweise ich habe schon probiert, die aufzunehmen. Allerdings bin ich da die ganze Zeit kläglich dran gescheitert. Da sieht man... Nein, nein, nein! Oh, ich hasse Eis. Also irgendwie genauso wie in echt, wenn du unter Eis bist, kriegst du das Eis normalerweise nie auf. Und dann stirbst du. Ich bin einfach tot. Alter, ich bin einfach ertrunken! Aber ich werde die Challenge auf jeden Fall irgendwann anders probieren. Deswegen hätte ich einfach mal gesagt, nehmen wir uns jetzt mit dieser Challenge und den Chat-Settings gleich in der ersten Runde. So, da wären wir dann in der ersten Runde und ich bin jetzt gerade schon mal in der Lobby so ein bisschen rumgelaufen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es würde ich bekloppt werden hier mit FOV 30. Allein schon das Standard-Texture-Pack bringt mal so ein bisschen Nostalgie in die Sache. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir hinbekommen. Ich habe jetzt einfach mal das Kit-C-Sucher genommen, damit wir wenigstens mal eine Waffe für den Start haben. Falls wir irgendwas, falls wir nichts bekommen, ne, bekommen wir natürlich nicht. Oh mein Gott, Alter, wie soll ich denn hier irgendwas schaffen? Also wie gesagt, das ist so eine Challenge, die, keine Ahnung, relativ viel am Gameplay ändert. So, haben wir hier, ja, wir bräuchten nochmal Chest Luck, das wäre nicht so verkehrt, denke ich mal. Und, ja, da vorne, ich sehe auf jeden Fall mal ein paar Kisten, die können wir uns, denke ich mal, alle ein paar bisschen holen. Allerdings, du kannst so im Moment irgendwie überhaupt nicht die Entfernung einschätzen. Und wenn jetzt gleich noch die Super Secret Settings gleich noch dazu kommen, ich glaube, dann ist komplett vorbei erstmal mit mir. Aber wir gucken natürlich, dass wir das irgendwie gerissen bekommen. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Eisen. 12 Eisen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Okay, 17 Eisen. Läuft. Dann holen wir uns mal den Baum da vorne. Das ist ein Trank der Schnelligkeit. Da bringt uns das Zielsuche sowieso nichts. Und... ja, wir können uns auf jeden Fall schon mal was craften. Ich weiß nicht, das ist diese Sicht, die FOV 30. Ihr könnt das gerne auch mal probieren. Das ist krass. Also, keine Ahnung. Ich habe damit auch noch nie gespielt, deswegen das ist gerade richtig komisch. Das ist die allererste Runde, die ich damit überhaupt spiele. Und wir haben zwar immerhin schon mal recht gute Rüstung. Und jetzt machen wir uns noch eben einen Helm. Allerdings bringt uns wahrscheinlich die beste Rüstung auch nichts. Da können wir auch nichts dran ändern. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir vielleicht irgendjemanden gekillt bekommen. Das ist schon mal der erste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nice, Alter, ich hab den getötet. Aber das, man hat jetzt gerade bei dem Kill gesehen, man sieht einfach nichts, du siehst gar nichts, du, keine Ahnung. Du hast einfach nur drauf gekloppt und gehofft, dass irgendwas passiert. Oh mein Gott. Ich denke mal, dass ich jetzt auch gleich, ich kann ja gleich mal versuchen, mit dem Bogen zu schießen irgendwie, aber ich glaube, das wird mehr oder weniger unmöglich sein, da mit dem Bogen irgendwas zu treffen. So, in 30 Blöcken, da ist schon der Gegner. Ich renne da jetzt erstmal weg, weil wir eh nur 3 Herzen haben. Oh mein Gott, jetzt sind sau viele Gegner gerade um uns rum. Was natürlich jetzt echt ungünstig ist. Da ist einer. Wir entschaden kurz unser Schwert, bekommen Rückstoß drauf. Ist ja auch, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil du deinen Gegner so ein bisschen von dir weg boostest, weil du siehst ja einfach nichts. Siehst einfach nichts, was du machst. Aber gut, gucken wir mal. Jedenfalls, wenn ihr irgendwelche noch Challenges habt oder irgendwelche Vorschläge für Endergames, die relativ bescheuert sind und die man machen könnte, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Ihr habt mir da schon einige gegeben, deswegen, da wird auch jedenfalls einiges noch kommen. Und, ja. Gucken jetzt erstmal, der Typ da hat ein Diamantschwert, das hätte ich ganz gerne. Komm, bleib stehen! Oh mein Gott. Komm, der kann doch nicht mehr so viel haben. Nein, jetzt wird er auch noch geportet. Was ist das denn? Komm, 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 komm. Wo ist der? Wo ist der? Ach komm. Nice! LOL! Das ist so schlimm, dass du nicht siehst, wo dein Gegner ist, ne? Das ist krass. Okay, da ist Tim. Also vor Tim, da müssen wir aufpassen, ne? Also, wurden wir jetzt eigentlich schon geportet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe mal nicht, weil ansonsten hätte ich die Challenge jetzt schon mal halb gefailed. So, der Gegner ist da, in die Richtung. Gut, also bis jetzt läuft es ja relativ. Ich meine, 2 Kills gemacht, das ist schon mal, ja, in Ordnung. Hätte ich einfach mal so gesagt. Jetzt gucken wir, dass wir ein bisschen ranken. Wie gesagt, die Rüstung ist auch echt gut. Uns fehlt ein Rüstungspunkt, dann hätten wir Full Iron.
So, jetzt wurden wir aber geportet. Das heißt, Super Secret Settings sind die. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tim. Tim hat uns getötet. Nein. Und ich. Ja, GG, Tim. Und ich hätte mal gesagt, Alter, warum ist. Alter, das sieht so krass aus. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde wieder. So, da wären wir dann auf der Startplattform für die zweite Runde. Und da hinten ist Dena, 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 Dena. Hi. Und wir gucken mal, dass wir die Runde vielleicht was gerissen bekommen. Ich spiele jetzt einfach die ganze Zeit mit dem Zielsucher, weil, wie gesagt, die Startwaffe ist echt essentiell wichtig, wenn wir nichts bekommen sollten. Oh ja, Schadenstränke. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass Tim nicht nochmal kommt und uns Tim tötet, weil letzte Runde, ihr habt's gesehen, Tim war da und hat uns einfach getötet. Das ist schlimm, aber gut. Kann man nichts machen. Ich denke mal, die Direktschadenstränke, die können uns helfen. Das Problem ist, dass ich nicht sehe, wo ich die genau hinwerfe. Das heißt, ich kann sein, dass ich die auch direkt in mich reinwerfe. Weil, wie gesagt, ich kann Entfernungen absolut nicht einschätzen. Das sieht man ja, das ist, keine Ahnung, nicht so feierbar. Aber gut. Wie gesagt, ich probiere mal eure Challenges. Wenn ihr noch welche habt, gerne unten in die Kommentare. Und ja, wir gucken jetzt mal. Kriegen wir irgendwas oder kriegen wir nichts? Sieht schlecht aus bis jetzt. Ich sehe auch keinerlei Kisten. Ich hole mal da oben den Baum. Beziehungsweise, ich guck mal, dass ich den Berg hier hochkomme. Irgendwie, oh mein Gott, es tut mir auch so leid, Zuschauer, wenn ihr euch das nicht angucken wollt, dann lasst es sein. Oh Mann. So, den Baum da holen wir uns jetzt erstmal. Wir sind ja auch direkt an der World War, das heißt, es war jetzt relativ knapp sogar. So, in 10 Sekunden ist das vorbei. Gucken wir mal, ist der Typ da unten irgendwo? Wo ist denn der? 33 da vorne. Okay, das hört sich. Oh lol. Das ist doch schon mal relativ gut, dass da irgendeiner. Komm, können wir den abstauben? Komm, ja, oh, nice. Den haben wir getötet. Und gucken, was die für Stuff dabei hatten. Ja, gut. Immerhin mal ein Steinschwert. Und wir können uns eine Lederrüstung machen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Da haben wir uns einen Knopf gemacht. Beste. So. Machen wir uns mal einen Lederbrustpanzer. Und für die Lederhose reicht es jetzt leider nicht. Können wir nichts machen. Immerhin haben wir Schuhe und Schuhe und Helm. Können wir zumindest mal nicht mehr gesniped werden und die Towerer können uns auch nichts. Denke mal, komm, Feuerzeug brauchen wir alles nicht. Knochen weg, Milch weg, brauchen wir alles nicht. Weil es das sowieso nichts bringt. Die Schneebälle behalte ich mal. Mir hat zum Beispiel jemand in die Kommentare geschrieben mit Challenge, dass ich versuchen soll, mit dem Schneegolem-Kit, nur mit den Schneebällen irgendjemand zu töten. Und ich denke mal, dass das eine relativ lustige Idee ist eigentlich. Und man das auch mal ausprobieren kann. So, 8 Blöcke, verdammt. Muss die Super Secret Settings ändern. Lol, passiert ja gar nichts. Komm. Alter, sag mir nicht, dass der AFK ist. Nein, 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 nein. Nice! Ich hab ihn einfach mit den. Oh mein Gott. Bitte kommt der Typ jetzt nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich aber in Frieden. Oh mein Gott. Ich hab ihn einfach mit den Direktschadenstränken getötet, die wir am Anfang bekommen haben. Alter. Verwalter, nicht schlecht. Direktheilungstränke haben wir hier. Dann machen wir uns direkt mal noch eine bessere Hose, habe ich gesehen. Wir haben Eisen. Ey, dann läuft das schon mal relativ gut eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt ein Diaschwert. Pfeil und Bogen, das legen wir uns dann mal auf die 4. Und dann gucken wir mal, dass wir aus diesem Wasserloch rauskommen. Und ich benutze jetzt einfach mal die Heilungstränke. Weil der Gegner ist da oben und wenn der kommt. Wenn er kommt, dann laufen wir und er ist tot. Alter, wie geil. Okay, die Runde läuft. Die läuft sogar wirklich. Das ist irgendwie ziemlich krass, muss ich sagen. So, allerdings haben wir hier hinten noch einen Healpot. Den habe ich mir jetzt mal genommen. Und dann laufen wir jetzt noch. LOL, es leben nur noch 4 Spieler. Was ist das denn? Alter, was geht hier ab? Der Gegner ist da vorne. Und der wird jetzt unser Ende sein, glaube ich mal. Alter, wo ist der? 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 Nice! Ah, schade. Wir sind tot. Aber ich denke mal, die Runde war recht gut eigentlich. Ich meine, wir haben auch wieder 3 Kills gemacht. Das ist nicht schlecht. Und dann sehen wir uns einfach gleich in der letzten Runde wieder. So, da wären wir dann in der letzten und dritten Runde. Und ich habe jetzt schon mal ein Super Secret Setting weitergeschalten, weil der andere hat ja eigentlich nichts verändert. Und mit dem sieht man einfach gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt überhaupt die Schutzzeit überleben soll. Weil, ohne Witz, die Skins sehen so creepy aus mit dieser Super Secret Einstellung.
Ich hoffe jetzt einfach mal. Nein, schade, haben wir nicht bekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir irgendwie die Schutzzeit irgendwie überleben, dann irgendwie geportet werden, weil dann können wir mal was machen. Weil, ohne Witz, du erkennst doch nichts. Du weißt nicht, was du machen sollst. Das da ist eine Kiste, das sieht man zum Glück noch. Und da ist ein Rack-Trank, ein Goldapfel, also relativ guten Stuff. Schade, die Kiste ist jetzt weg. Vorne sind noch Kisten. Ey, du kommst dir vor, als wärst du irgendwie blind ohne Ende, ne? Als bräuchtest du eine Brille mit Sehstärke over 9000, ne? Ey, ohne Witz. Aber gut, wir können uns eine Eisenschaufel machen. Da vorne ist eine Kiste. Ey, ohne Witz, das ist so creepy. Ey, warum portet die sich denn weg? Wie, diese Kiste da vorne portet sich auch noch weg. Ich hätte gerne, ja, okay, wir können uns ein Dia-Schwert machen. Das ist nicht schlecht. Bitte, ich hoffe nur, dass wir jetzt niemanden haben, der uns targetet. Aber es sieht so aus, es ist nicht gut. Okay, da targetet uns irgendeiner. Allerdings habe ich eine Enderperle. Die werfen wir jetzt einfach mal ganz geschwind. Und dann sind wir 57, mehr als 50 Blöcke weg vom Gegner. Das ist relativ gut eigentlich. Dann machen wir uns jetzt mal das Dia-Schwert und dann hätte ich gesagt, verpissen wir uns erstmal. Und gucken, dass wir jetzt erstmal überleben. Wir haben auch nur Äpfel. Eigentlich will ich Äpfel zum Beispiel in Ender Games eigentlich gar nicht essen. Weil du da ja immer relativ viele Goldäpfel dir machen kannst eigentlich. Boah, das ist so creepy. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Würde mich unglaublich interessieren. Lade das auch gerne mal hoch dann einfach. Würde mich unglaublich. Nein, nein! Oh Gott, bin ich bescheuert. Weil ich bin da so ein Hirni, Alter. Nein, da ist auch jetzt irgendein Alter, wollte mich verarschen. Gott! Wie unfähig muss man eigentlich sein? Wie gesagt, probiert das am besten auch mal aus. Mich würde das unglaublich interessieren, was ihr da so zustande in der Lage seid, zustande zu bringen. Und jetzt haben wir andere Super Secret Einstellungen. Mit der können wir doch schon mal etwas anfangen. Und noch XP Bottles, da können wir sogar. Ja, genau! Warum sag ich's denn auch überhaupt? Wenn es doch sowieso nichts bringt, egal. So, haben wir denn da vorne irgendjemanden? Ich denke mal, wir haben noch Regeneration. Allerdings ist da direkt vorne keiner. Wobei der Typ scheint low zu sein, weil ich gerade Speedbuff bekommen habe. Oder habe ich? Ja, der ist low. Allerdings ist das auch ein, wie heißt das? Ein Delfin, was uns jetzt leider ein bisschen nervt. Okay, der wurde geportet. Das heißt, wenn wir dem so ein paar Pfeile rein tun. Nein! Ah, schade, jetzt wurden wir auch geportet, das heißt Super Secrets. Nein, Alter, was sind das denn für Super Secret-Einstellungen? Ist es wieder dieselbe wie gerade eben? Das kann doch gar nicht sein. Gut, wir probieren es jetzt einfach trotzdem, weil wir haben auch kaum Equip. Und müssen jetzt einfach gucken, was wir machen. Den Rack-Trunk sind wir ja leider auch schon los. Schade. Die Runde hat relativ gut angefangen eigentlich. Also den Umständen entsprechend natürlich, ne? So, da vorne ist irgendeiner. Ich sehe auch gar nicht, wie der equipped ist oder wie der überhaupt heißt. Deswegen ist mir das gerade egal. Und der scheint nicht so gut equipped zu sein. Und der steht jetzt auch an der Kiste. Nice, den haben wir getwo-hittet. Also wir haben auf jeden Fall mal jede Runde einen Kill gemacht und da hinter uns kommt irgendeiner. Und der wird uns auch weghauen. Und ja. Das soll es dann erstmal gewesen sein vom ersten Video eurer Endergames-Vorschläge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.